Es ist die Hochzeit des Jahres. Ach, sie lieben sich wirklich. Herzlichen Glückwunsch. Eine Frau bringt so viel Freude in das Leben eines Mannes. Und so viele Kleider, Haare, Veränderungen und Probleme. Sieh dir Wuhus neues Video an, das zeigt, wie sich das Leben eines Singles verändert, nachdem er verheiratet ist. Wenn ein Paar schon eine Weile zusammen ist, können sich beide ein wenig entspannen. Hoppla, es tut mir so leid. Es ist okay. Das kann den Besten von uns passieren. Wir sind alle nur Menschen. Also mach dir keine Sorgen, lass einfach los. Als ich Single war, habe ich jeden Freitag mit meinen Jungs Fußball geschaut. Und jetzt sehe ich jeden Freitag zu, wie Donna Rosa wegen ihrer unerwiderten Liebe zu Juan leidet. Und dies ist erst die dritte Folge. Von 1000. Ich will die Elfmeter sehen. Baby, bist du auch wegen Donna Rosas Liebeskummer aufgebracht? Oh, ich liebe es, dass du so sensibel bist. Liebling, halt meine Handtasche. Ich werde mich beeilen. Willkommen im Club, Mann. Laden mich meine Kumpels ein, auszugehen? Süß, ich bin auf dem Weg. Vorher konnte ich das Haus einfach in meiner normalen Kleidung verlassen. Mir ist so heiß. Aber mit einer Freundin kann ich das nicht mehr tun. Hör sofort auf. Willst du damit ausgehen? Auf keinen Fall. Ich werde deinen Stil ändern. Jetzt wird mein Leben jedes Mal, wenn ich ausgehen will, zum Projekt Runway. Hey, was mache ich hier? Dandyhafter Stil? Nein, das ist zu extravagant. Cowboy-Stil? Nein, das ist zu ländlich. Vielleicht im Neo-Stil? Nein, nur Keanu Reeves könnte das schaffen. Liebling, ich will so nicht ausgehen. Es ist alles so rosa. Aber vielleicht kann ich einen Geldbeutel mitbringen. Nein? Okay, gut, ich gehe. Was hältst du von meinem Outfit mit dem Ghetto Blaster? Immer noch nicht? Okay. Was hältst du davon? Oh, das ist viel besser. Warum hast du das nicht gleich getragen? Mädels, findet ihr nicht, dass er hinreißend aussieht? So modisch. Vorher hatte ich ein Handtuch für meinen ganzen Körper. Und das gefiel mir so. Und jetzt haben wir so viele Handtücher, dass ich für alle eine Gebrauchsanweisung brauche. Für meinen Körper, mein Gesicht, mein linkes Ohr, meine rechte Ferse, meinen Ellbogen. Wofür ist das hier? Ein Junggesellenkühlschrank ist eine kalte Einöde. Du wirst dort nicht lange überleben. Oh, Chips! Ich Glückspilz!
Meine Freundin brachte etwas Abwechslung in meinen Kühlschrank. Sieh dir das alles an! Aber ich bin meinen Chips immer noch treu. Als ich Single war, hatte ich keine Probleme, Entscheidungen zu treffen. Zwei schmutzige Hemden und mein blaues Lieblings-T-Shirt. Die Wahl ist offensichtlich. Danke, Schrank. Aber als meine Freundin bei mir einzog, fingen ihre Sachen an, meinen ganzen Platz einzunehmen. Hey, wo ist mein Shirt? Ich kann es nicht finden. Liebling, hast du mein Lieblings-T-Shirt gesehen? T-Shirt? Wovon redest du? Was? Da ist es! Alles voller Krümel! Gut, dass ich dich liebe! Früher konnte ich den wichtigsten Bösewicht unseres Viertels auf die Probe stellen. Aber jetzt kann ich nicht mehr einfach weglaufen. Ah, hast du das gehört? Komm schon, Süßer, zeig ihnen, wer der Boss ist. Schlag sie, um meine Ehre zu verteidigen. Was? Armes Ding, geht's dir gut? Gut, ich kümmere mich selbst um sie. Ich zeige dir, was passiert, wenn du dich mit meinem Mann anlegst. Single-Typen brauchen nur ein Produkt, um alles zu waschen. Aber sobald eine Frau einzieht, verwandelt sich das Badezimmer in ein Kosmetikgeschäft. Sieh dir das alles an! Der Computer eines Junggesellen sieht aus wie eine Explosion von Ordnern. So viele Verknüpfungen. Wo ist mein Lieblingsspiel? Schön, ich hab's gefunden. Aber wenn du eine Freundin hast, sieht dein Computer anders aus. Super organisiert. Nichts Unnötiges. Und alles alphabetisch geordnet. Und was ist das? Ein Ordner namens Nicht betreten? Mal sehen. Hochzeitsfotos? Ich glaube, ich hätte mir das nicht ansehen sollen. Gibt es auch Hinweise auf ihr Telefon? Das ist ein bisschen zu viel für einen Typen, der vor kurzem noch Single war. Wenn deine Freundin bei dir einzieht, sei bereit, das Unerwartete zu erwarten. Liebling, Schatz, bist du hier? Puh, es war nur ein Traum. Liebling! Meine Güte, was für ein verrückter Traum! Früher konnte ich mir ansehen, was ich wollte, wann immer ich wollte. Jetzt kann ich keine Sendung ohne meine Freundin sehen, sonst regt sie sich auf. Liebling, du wirst es verpassen. Das ist der interessanteste Teil. Oh nein, sie ist eingeschlafen. Aber wir sind bei der letzten Folge. Das ist unfair.
Komm schon, gib mir den Computer. Wow, sie ist stark. Ein Ablenkungsmanöver? Ich hab ihn! Wenn ich nur eine Episode sehe, zählt das nicht. Stimmt's? Nur eine. Oder nicht? Ich breche die Regeln gesunder Beziehungen. Aber ich kann nicht aufhören. Was soll ich tun? Haben dir unsere Geschichten über Singles vor und nach der Beziehung gefallen? Dann kommentiere unten und sag uns, wie du dir das Zusammenleben mit deinem Partner vorstellst. Freust du dich darauf oder hast du Angst davor? Und ihr Leute, abonniert unseren Kanal, liked das Video und klickt auf die Glocke. Verpasst keine neuen lustigen Beziehungsvideos von Woohoo!